Hi, willkommen zurück. Ich bin der Doomsday. Willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 4, dem Remake für die PS5. Und hier auf Twitch geht's natürlich weiter. Und genau jetzt hier machen wir auch weiter. Dann, let's go. So, ich glaube, unser Ziel ist erstmal da oben durch die Tür zu kommen. Aber wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal wieder die Glocken da läuten. Beziehungsweise diese Tafeln, um die Türen aufzukriegen. Was brauchen wir denn für die Tür? Wir brauchen einmal Schlange und einmal Seepferdchen. Aber was haben wir hier? Ein Bock. Wo ist die Schlange? Hier ist Adler. Und hier ist Schlange. Ich übernehme das hier. Oder so. War hier nicht noch irgendwo eine Tür? Ne, es waren nur die zwei, gell? Ja. Na gut, dann geht's weiter. Das war unten, gell? Ja, das war die Schublade und hier brauchte man eine extra Schlüssel. Okay. Gott, was ist da noch alles erwartet? Alter Schwede. Und die Burg ist auch noch nicht das letzte. Können wir mal hier den hier benutzen. Seien Sie gegrüßt, Mr. Kennedy. Sind Sie bereit, das Mädchen auszuliefern? Nicht der schon wieder. Ich habe mir erlaubt, etwas Unterhaltung für Sie vorzubereiten. Nee. Ich präsentiere. Der Ätherritter beschützt die schöne Prinzessin. Was kommt jetzt? Hier können wir erstmal einen Shortcut freischalten. Geht's nicht überall lang? Da ist ein einzelner Raum und dann gehen wir mal gucken hier. Hier ist noch eine Tür, aber die geht nicht raus. Ey, was zum Lesen. Parasiten und ihre Ökologie Band 2. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Es folgt eine Liste einiger solcher Parasiten. Ja, ist jetzt uninteressant. Parasiten sind böse. Mehr muss man nicht wissen. Keine Chance. Was hat er jetzt für eine Unterhaltung für uns? Eine Schreibmaschine. Da gehe ich doch nochmal speichern. Hab ich gar nicht gesehen. So. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Vorsichtig. Oh nein. Das wird jetzt sehr, sehr belastend. Also so richtig belastend.
Mal hier müssen wir dann was drehen. Oh Gott. Die Wasserhalle. Sie sind hier. Ah, die Unterhaltung. Wollen wir gleich so viele? Bei so vielen Leuten ist die Schrotflinte echt einfach noch Gold wert. Aber es war's noch nicht. Handgranate. Was ist das? Ach, meine Bolzen? Lol. Man hört die reden, aber man sieht sie nicht. Getroffen. Hat nicht viel gebracht. Aber hey, wozu haben wir noch das hier? Natürlich. Echt jetzt? Dein Ernst? War auch nicht zu mir, gell? Will er hin? Das ist ja eigentlich ekliges Wasser. Was hält das aus, Junge? Hallo? Thank you.
natürlich. Das war knapp. Echt nicht in den Kopf schießen, wenn die den Helm aufhaben, ey. Schatz irgendwo? Nein. Wo machen wir das Rad? Damit sollte es gehen. Kleines Arschloch. Ey, will er eigentlich auch mal sterben? Meine Fresse. Noch wer? Hier, Kollege. Hör auf damit jetzt. Das kostet ein Munition ohne Ende. Bist du okay? Ja. Mehr oder weniger. Nur munitionsarm. Nice. Brauch unbedingt Munition, ey. Sind wir nicht sicher. Bevor wir weitergehen, will ich noch einmal zurück. Ist eigentlich voll gemein, dass der keine Munition verkauft, ey. Aber da wäre es wahrscheinlich dann auch zu einfach. Willkommen! Na dann, was kann ich für dich tun?
Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Nächstes Mal kaufst du aber was, ja? Mal sehen. Die Munition ist echt nicht so pralle, ey. Das komische fetten Schlangenköpfe da, die fressen aber auch Munition, ey. Oder brauchen wir es gerade ja noch einmal? Hä? Soll ich nicht nochmal mitnehmen? Nee. Hier noch was? Den ihre Leichen haben nichts verloren, frech. Hinsetzen hier und jetzt kann es losgehen. Jetzt kommt bestimmt noch mal so eine ganze Horde. Findest du nicht? Jetzt muss ich ihr helfen. Ah, brauchst natürlich 10. Oh, ich muss mal heilen. Hier rüber. Gut. Kriegst du das hin? Ja, ich schaff das schon. Oder auch nicht? Ja. Mach weiter, ich geb Deckung! Geht doch. Wenn man hier keine Gewehrmunition hat, ist man echt am Arsch. Natürlich kommt es auch bei mir. Müsst ihr mir jetzt nerven.
habe nur eine Kugel übrig. Okay, komm zurück! Alter, muss ich sogar Revolver-Munition verwenden, ey. Das ist schon eine schlimme Stelle hier. Da kommt immer noch einer. Na, wir gehen weiter. Ey, frag mich, was du machst, wenn du an der Stelle keine Gewehrmunition hast. Du bist ja voll am Arsch. Ah, immerhin bist du in Munition. Verletzt? Haben wir irgendwas vergessen? Außer die zwei Schätze da hinten. Nein. An die wir nicht rankommen. Was sind wir denn jetzt im Garten? Oh Gott. Geld. Jetzt haben sie aber... Oh, Spinel. Jetzt haben wir schon 4. Schön. Wie sieht's hier denn aus? Oh Gott. Ich habe von denen hier echt zu viel. Kann ich irgendwas herstellen? Außer Bolzenmunition. Ich will mein Messer ungern verwenden. Das ist doof. Mir geht der Platz aus. Da könnt ihr mal einen neuen Koffer verkaufen, echt. Haben wir es vergessen? Nein. Tür sagt, hier geht's nicht durch. Und nun, ne? Wand mit Durchbruch. Ach da, gar nicht gesehen. Komm. Okay. Out of ammo. Ah, naja. Hier könnte ich mal nachladen. Ich glaube, wir sind richtig. Alles okay? Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen. Sorg dich lieber um dich selbst! Törichtes Schaf! Zügle dich, Kind! Ashley! Mein Messer wieder. Shit. Oh, Kapitelende. Ich will es gar nicht sehen, wie oft ich gestorben bin. Zweimal? Okay. Auf ins nächste Kapitel, Kapitel 8. Oder? Ja, 8. Basis kommen, es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte. Ich nicht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? Owen? Verdammt, so viel dazu. Bald Mr. Krauser kommen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, Kapitel 8. Hier fehlt mir noch der kleine Schlüssel. Und hier brauche ich diesen rechteckigen Schlüssel. Okay. Das haben wir aber alles noch nicht. Das heißt, ich gehe erstmal zum Geschäft.
Ashley finden, mal wieder. Kann ich mir... Oh, 17. Oh. Ist hier irgendwas? Hier gibt's Fische, ja. Forellenbarsch. Noch ein Fisch. Da. So angelt man als Star. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Hä? Drei Plätze braucht er. Naja. Wir gehen erstmal zu unserem Freund. Neu. Harter Tag. Was, Fender? Was wolltest du gerade sagen als neue Ware? Hast du einen neuen Koffer? Willkommen! Ich hab was Neues für dich. Eine Schutzweste. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Eine Schutzweste, die den Träger vollständig vor einschlagendem Projektil und Explosion schützt, sowie im Nahkampfbegegnung den Schaden reduziert. Die Haltbarkeit kann vom Händler wiederhergestellt werden. Aha. Interessant. Kaufe ich die? Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Kann ich mal probieren? Könnte dir das Leben retten. Wir hatten eine zwei Schuss in der Revolver. Anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Wenn ich das jetzt erhöhe? Probier mal. Stirb mir da draußen nicht weg. Nee. Haben sie rausgenommen. Früher war es so, wenn du ein Munitionsupgrade gemacht hast, dass dann der Revolver wieder voll war. Willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot. Keine Sorge, bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren. Was kostet das? Das steht natürlich noch nicht da. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Was Neues? Ah, hier, Mathilda. Eine Pistole, die drei Schüsse in schneller Folge abfeuern kann. Feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach kommen, jederzeit wieder. Oh, erstmal speichern. So. Dann heißt es jetzt... In der Irrgarten. Ach stimmt, das kenne ich auch noch. Das gab es auch im Original. Ich glaube sogar der Krallenmann kommt da nochmal vor. Oh. Hallo. Ihr seid tot, oder? Ja. Das ist einfach krank. Schon ein bisschen eklig. Geht's hier hin? Dann bin ich erst da lang. Bringe die karmesinrote Flamme dar. Die Stimme der Seuche wohnt in den Flammen. Sie führt die bedauernswerten Seelen zur Erlösung. Bringe die karmesinrote Flamme an ihren rechtmäßigen Ort und du sollst erleuchtet und der Weg dir offenbart werden. Aha. Ich brauche den seine Laterne. Kann ich den? Sorry für die Störung. Verdammt, was ist los? Hey. Kommst du her? Es nimmt kein Ende. Mir geht's gar nicht. Gut.
Messer kaputt. Noch wer? Nein! Verdammt, was ist los? Werf! Das ist ja nervig hoch 10, Alter. Und ich kann keine herstellen. Aber wie viele sind denn das? Der Arsch da oben geht dann ja richtig auf die Eier. Lebt immer noch. Okay. Ach, das sind echt viele Gegner. Das war heftig. Dann ist die Tür bestimmt zu. Yep. Keine Chance. Gekriegt eben. Kann ich mich hier durchschleichen? Wäre natürlich auch gut. Ich bin gar nicht hier. Mehr wissen müssen, dass man sich hier durchhelfen kann. Macht natürlich mehr Sinn, anstatt gegen alles zu kämpfen. Stirb! Hier geblieben! Ach so.
Die Gegner bleiben trotzdem alle da, jawohl. Erstmal taktischer Rückzug. Das sind mir echt zu viele Gegner. Trotzdem liegt da noch übelst viel Loot, was ich gerne hätte. Auf jeden Fall kann er sie jetzt schon mal nicht mehr in Wurmkopf-Zombies verwenden. Ich habe kein Messer mehr, gell? Doch. Das sind echt noch viele Gegner. Das wird laut. Ich werde die trotzdem jetzt alle umlegen. Kommt mal ein bisschen her, Jungs. Was machen die? Ups, war der Falsche. Weg. Die stehen die ganze Zeit. Wenn der rote Typ nicht da ist, ist das alles viel angenehmer hier. Du bist ruhig. Hier ist nämlich noch ein Schatz. Spiegel mit Perlen und Rubin. Was bist du wert? 10.000. Oh, es ist Ruhe. Hier waren irgendwo noch Kisten. Da ist noch eine. Und hier ist noch eine. Ich glaube, ich hätte erst. Ne, hätte ich nicht. Dann wäre ja egal. Wir sind hier fertig. Doofer Raum. Kann ich Dings machen? Hä? Wo ist denn? Da. Boah, 17 ist aber echt hart. Alles nicht so knorke hier mit der Munition. Schatz. Da brauche ich Ashley. Verschlossen. Okay. Was hat. Achso, hinten ist noch eine Treppe. Ach, hier. Da muss ich mit Ashley dann nochmal komplett zurückrennen. Vor allen Dingen noch mal hier hin, weil hier auch noch zwei Schätze sind, die ich nicht öffnen konnte. Hart. Wird ein langer Weg. Ada. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Na, nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer.
Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Sie ist die Letzte, die ich hier erwartet hätte. Sie hat dir schon mal einen Arsch gerettet. Lithografiestein B. Yay, neues Rätsel. Was gibt's hier noch? Lithografiestein D. Fehlt noch eine, oder? Was ist denn das? So ein Schatz? Oh, zwei sogar. Ah, eine Schublade. Yay. Extravagante Uhr. Können wir schon mal eine reinsetzen. Wie viel? Drei braucht ich, oder? Das heißt, mir fehlt hier noch einer. Ah, wird sogar angezeigt. What? Ah, hier. So, was wollen wir hier machen? Hä? Nein, lass doch den Stein los. Ich habe absolut keinen Schimmer, was ich jetzt gemacht habe. Aber es hat funktioniert. Keine Ahnung, wie das jetzt ging. Das war die Schublade. Okay, jetzt nur noch Ashley finden. Mal wieder. Deshalb findet man übelst viel Geld, aber... Pfui. Illuminatus 3-2. Höret das Signal zwischen den Bergen widerhallen, Felsen zerfallen zu Kies, die Mauern der Burg zerbröckeln. Seht die glutrote Farbe des Nachthimmels, ein Strom verdorbenen Blutes besucht die See. Opfert euer Leben und das Blut eurer Feinde. Tut Buße für die Sünden eures vergangenen Lebens. Okay. Oh, da erwartet mich schon was. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wow, wir müssen nach rechts, aber wir gehen hier hoch. Achso, wir kommen von hier oben. Oh Gott. Na klasse. War das? Aber unten rechts sieht man auch die Weste.
Was zum Geier war das? Bleib ja weg. Kleiner Schlüssel und zurück. Ob ich auch einen ganz anderen Anfang gehen könnte für das hier? Aber ich muss eh nochmal zurück mit dem anderen Schlüssel. Also lohnt sich das jetzt noch nicht. Ich sag, da ist diesmal ein Ring drinne. Nein, eine Uhr. Ah, war fast dasselbe. Wir hatten schon lange keine blaue Mission mehr. Habe ich eigentlich schon was verpasst? Nee. Weiß nicht, ob das verpassbar ist oder ob das zur Reihenfolge geht. Wer weiß. Himmel! Kommen sie hier mit irgendwelchen Spinnenviechern? Pfui Deibel. Achso, ich habe noch die Fische. Wollte ich die nicht verkaufen? Ich Dulli. Jetzt renne ich hier mit Fischen rum. Das ist ja blöd. Eiswort. Mir geht's gut und selbst? Oh, du hast Och. Den Geruch des Kampfes an dir kleben. Der hat mich gehört, dass ich die Fische verkaufen will. Das ist aber nett von ihm. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Das weg, das weg. Das noch nicht weg. Ich kaufe fast alles. Das weg. Alles. Das sind die Fische. War das nur zwei? Besten Dank. Scheint so. Ehrlich gesagt, den Bolzenwerfer können wir auch wieder verkaufen. Ein hervorragender Weg damit. Deal. Okay. Kannst ja per WhatsApp schreiben. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Wäre das dann alles? Was sagt meine Heilung? Ja, das hätte ich gerne noch. Das habe ich nicht immer vorrätig, Fremder. Geh sorgfältig damit um, okay? Bist du beeindruckt? Komm jederzeit wieder. Ich war noch ein Fisch? Nö, ich habe keins mehr bei mir. Im Inventar. Der Junge könnte ruhig mal einen neuen Koffer verkaufen, ja. Wird langsam enge hier alles. Out of ammo bin ich auch. Halt speichern. Nee, nee. Alles gut. Hey Kollege, mach mal auf. Oh nee, hier. Okay. Ja, ihr könnt mich mal.
Geht doch. Als ob der das überlebt hat. Eck. Komm, zeig dich. Er lebt noch. Aber jetzt. Oh, Schrotflintenmunition. Herrlich. Ich sehe auch gerade für YouTube, dürfte auch gleich wieder die Folge zu Ende sein. Tatsache. Erwarten. Hallo Jungs. Tschüss Jungs. Hat sogar überlebt der Arsch, ja. So viel Spinne. Eklig, Alter. Das ist ja richtig pfui. So, ich gehe jetzt nochmal speichern und dann war es das erstmal für YouTube mit der jetzigen Folge. Und auf Twitch geht es dann natürlich gleich weiter. So, bei YouTube heißt dann, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein.